Die Champagne, ein Landstrich im Herzen Frankreichs. Hier reifen auf tausenden Hektar die Trauben, deren Rebensaft als einziger den Namen Champagner tragen darf. Doch dieser Begriff ist mehr als nur eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Er ist auch ein Qualitätsgütesiegel. Der Unterschied zwischen Champagner und Sekt: Wir haben in der Champagne einen ganz besonders mineralhaltigen Boden. Der gibt den Trauben das gewisse Extra, den besonderen Geschmack. Man kann also wirklich sagen, das Besondere an Champagner ist die Einzigartigkeit der Champagne. 500 Hektar dieser besonderen Region sind seit Jahrhunderten im Besitz der Familie Cliquot. Doch bekannt gemacht hat die erst der Geschäftssinn einer Frau, Barbe Nicole Cliquot, die als Wölf, also Witwe Cliquot, ihren Champagner zur Weltmarke machte. 1805 musste sie nach dem überraschenden Tod ihres Mannes das Haus Cliquot übernehmen. Und das in einer Welt, die von Männern dominiert war. Aber sie war eine sehr intelligente Frau und ausgesprochen geschäftstüchtig. Als erste hat sie Champagner in alle Welt exportiert, die Herstellung revolutioniert und Erfolge gefeiert. Bis heute nennt man sie die Grand Dame de Champagne. Sie war auch die erste, die Champagner damals an den kaiserlichen Hof in Wien lieferte. Knapp 200 Jahre danach wird Veuve Cliquot heuer in die Hofburg zurückkehren, als Gast der Luxusmesse Luxury Please. Was in der Hofburg Ende November kredenzt werden wird, ruht im Augenblick noch in den Kellergewölben von Veuve Cliquot. Doch hier lässt man sie nicht in Frieden ruhen. Um die Qualität zu gewährleisten, muss jede einzelne Flasche einmal am Tag bewegt werden. Per Hand. Klar gibt es Maschinen, die das können. Aber sie können es eben einfach nicht gut genug. Das muss man im Gefühl haben. Ich sehe diesen Beruf als meine Berufung. Ich mache von morgens bis abends nichts anderes, jeden Tag, das ganze Jahr, mein Leben lang. Bis zu 7 Jahren muss ein Champagner reifen, ehe er dem Connoisseur sein volles Aroma offenbart. Doch der Kenner weiß, Champagner ist nicht gleich Champagner. Es gibt für jeden Anlass den richtigen. Unser Rosé harmoniert zum Beispiel ideal mit allen Sorten Fleisch, wie Kalb oder Rindsfilet. Unser Demi-Sack passt hervorragend zu allem Süßen und den klassischen Champagner genießt man am besten zu Meeresfrüchten. Wenn wir heute hier stehen und die verschiedenen Champagnersorten genossen haben, dann merkt man schon die Besonderheit und man muss ihn auch mit einem gewissen Respekt gegenübertreten. Ihn wirklich aufnehmen, genießen, zergehen lassen und einfach glücklich sein dabei. Lieb und luftig perlt die Blase, der Witwe Cliquot im Glase.